Hau raus. Gerade habe ich 4.181 Euro auf dem Konto. Ich bin Diplom-Verwaltungswirtin, also Beamtin im gehobenen Dienst. Würdest du vielleicht sagen, was du auf dem Sparkonto hast mit 15 Jahren? Quasi mein Bares jetzt, was ich jetzt hier mit habe. Was geht ab, Leute? Mein Name ist Marvin. Willkommen zu einem neuen Video von mir heute auf meinem Kanal, Leute. Wir sind heute in der Hamburger Innenstadt am Start und wir haben wieder mal ein paar Personen befragt, wie viel Geld sie auf dem Konto haben. Dabei habe ich auf jeden Fall eine Person im Video, die den einen oder anderen Batzen wieder rausgeholt hat. Hatte ich schon lange nicht mehr, aber um genauer zu wissen, was ich damit meine, schaut euch das Video auf jeden Fall bis zum Ende an, Leute. Bevor ihr das Video startet, Leute, würde mich das sehr, sehr freuen, wenn ihr mich auf YouTube unterstützt, indem ihr ein kostenloses Abo dalässt. Schreibt gerne auch am Ende einen Kommentar zum Video, Leute. Und ich würde mal sagen, viel Spaß mit dem Video, Leute. Let's go! Was geht ab, Jungs? Weißt du? Jonas. Jonas? Yannick. Yannick und Jonas. Wie alt seid ihr, Jungs? 19. Was macht ihr hier gerade in der City? Was ist euer Plan? Shoppen, ja. Was arbeitet ihr beruflich so? Wir machen beide Ausbildung, Kaufmann, großen Ausland. Okay. Beide das Gleiche. Beide das Gleiche, auch in der gleichen Firma? Nein. Ah, okay. Also ihr kennt euch wahrscheinlich, lass mich raten, durch die Berufsschule. Ja, aber auch, durch die, ja, wo wir vorher waren. So, die Frage der Fragen. Wie viel Geld habt ihr aktuell auf dem Konto? Und da werden direkt die Handys gezückt. Perfekt. Müssen wir kurz warten, bis das Online-Banking auf ist, Leute. Ihr kennt das. Gesichtsverifikation. Erstmal hier. So, bist du ready? Jo. So, hau raus. Gerade habe ich 4.181 Euro auf dem Konto. What the fuck? 4.000? Ich habe gerade 407 Euro. 407 Euro hast du und? Ja. Crazy. Also, du hast 4.000, ja, und du hast 400. Ja. So, ich würde sagen, das, was du auf dem Konto hast, ist ja so das, was gängiger ist, ne? So, also 400 auf dem Konto zu haben, ey, das ist Trimax. Hallihallo. Oh, moin. 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 Ach, moin. Wie kommst du an 4.000 Euro? Ich habe ein bisschen Geld von meinem Opa bekommen, weil ich mir ein Auto gekauft habe und einen kleinen Unfall gebaut habe. Oh, okay, krass. Also du hast das Geld von deinem Opa sozusagen bekommen, ja, dafür, dass du diesen Unfall gebaut hast. Ja, aber auch einfach so ein bisschen, weil ich habe auch ein neues Handy gebraucht, habe mir jetzt eins gekauft. Ja. Okay. Was hast du vor, jetzt zum Beispiel mit diesem Geld jetzt in Zukunft anzustellen, wenn ich dich fragen darf? Also erstmal will ich mir ein paar Klamotten holen und den Rest packe ich dann aufs Sparbuch. Ah, okay. Erst mal ein paar Klamotten, was shoppt man sich dann so? Boah, ich habe mir erst zwei Hosen bestellt und Sonntag kommt neue None of Us Kollektion. Da will ich mir die beiden Trackies holen, die rauskommen. Okay. Der Boy hat auch hier, kann man sich mal den Drip anschauen. LV Trainer, was ist das für eine Jeans? Das ist von Bershka einfach. Ah, von Bershka. Aber der Style ist cool. Aber auch bei dir ist der Style sehr nice. So. Also du gibst dein Cash für Klamotten sozusagen jetzt aus und den Rest packst du aufs Sparbuch. Also hast du keine andere Art und Weise, wie du dein Geld investierst, um es zu vermehren oder sonst was? Ich habe überlegt, aber ich habe noch nichts so gefunden. Okay. Wie sieht's bei dir aus? Wie gehst du mit deinem Geld um? Also ich habe jetzt 400, wegen Auto und so. Also mein Auto war kaputt, ein bisschen Reparatur. Mhm. Und ansonsten halt mein Gehalt. Ein bisschen was investiere ich da in Aktien. Ah, das ist doch ein Teil cool. Davon spare ich dann. Ja. Das ist immer wichtig, so finde ich. So, gerade in eurem Alter ist es sehr wichtig, glaube ich, was nochmal zur Seite zu legen. Und zum Beispiel Aktien. Man kann sich das ja selber aussuchen, was man investiert. Es gibt ja heutzutage tausende Möglichkeiten, ob Gold, ob Aktien, ob der, keine Ahnung, McDonald's. Gläser, die man da bekommt. Ey, cool, dass ihr mitgemacht habt. Wollt ihr noch irgendwie den Leuten da draußen irgendwas mitgeben oder? Geht gut mit eurem Geld um und legt euch viel zurück auf jeden Fall, falls ihr irgendwie mal Probleme habt oder so. Xander ist der Beste, ich liebe dich. Moin, hi, wie heißen Sie? Annette. Ich habe eine Frage an Sie. Ja. Oder darf ich Sie duzen? Ja, klar. Okay. Annette, ich habe eine Frage an Sie. Ja. Und zwar, es geht heute um das Thema Finanzen. Wir schauen gerade, wie viel Geld die Hamburger Otto-Normalverbraucher so auf dem Konto haben. Und da mal einmal erstmal die direkte Frage an dich, wie viel Geld hast du aktuell auf dem Konto? Ich kann die Frage gar nicht beantworten, weil ich keine Hamburgerin bin. Oh, okay. Also ganz schlecht, ich bin Süddeutsche und da ist die Lage natürlich eine ganz andere. Ja, aber dann schneiden wir das mal mit Hamburg raus, dann an die Süddeutsche hier. Oh je, wie läuft es denn da so? Es läuft ganz gut, allerdings kurz vor dem Urlaub, ist es dann auch nicht so üppig. Okay, ich verstehe. Also du möchtest nicht direkt sagen, was du da drauf hast. Verständlich. Ja. Da mal eine grundsätzliche Frage. Wie gehst du denn mit deinem Geld um? Also wie zum Beispiel investierst du dein Geld in irgendwas Bestimmten oder was stellst du am liebsten mit deinem Geld an? Ja, natürlich ist eine Mischanlage immer das Beste, zum Beispiel Aktien, aber natürlich auch festverzinsliche Geldanlagen. Okay.
Also da wird das Geld auf jeden Fall schon gut investiert. Ich hoffe. Bei den Aktien kann man ja nur hoffen. Immer. Das stimmt. So, wir haben jetzt viele Jugendliche da draußen, die sich das Video auch anschauen. Mhm. Da hast du da denn für die Jugendlichen da draußen vielleicht einen Tipp, den du dir mitgeben könntest oder irgendeinen Rat, was du vielleicht in deinem Leben gelernt hast? Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, es lohnt sich zu sparen, das Geld vernünftig anzulegen, auch wenn es keine Riesenbeträge sind. Auch wenn man jung ist und nicht so viel Luft hat in seinem Budget jeden Monat, es lohnt sich, etwas anzusparen ein wenig und auch zu schauen, dass es rentabel ist. Da mal nochmal die Frage, was machst du beruflich? Ich bin Diplom-Verwaltungswirtin, also Beamtin im gehobenen Dienst und im Finanzbereich tätig. Da haben wir doch eigentlich die Richtige getroffen, oder? Genau. Ja, also das ist auf jeden Fall eine interessante Antwort gewesen. Ich bedanke mich auf jeden Fall für deine Zeit. Da haben wir hier nochmal eine Fachmeinung. Ja, wir haben hier Personen im Video gehabt, die das Geld rausgeholt haben, aus deren Taschen uns in die Kamera gezeigt haben. Du bist das komplette Gegenteil davon. Was hältst du von solchen Personen? Ja, jeder wie er will, aber ich bin eher eine Anhängerin des Understatements. Das kann man so stehen lassen. Möchtest du noch irgendwas in die Kamera sagen abschließend? Jemanden grüßen oder sonst was? Nee, alles gut. Super, das war's schon. Was geht ab, Jungs? Wer ist ihr? Jane. Tja. Wie alt seid ihr? 15 und 16, okay. Wir haben heute ein Thema, und zwar das Thema Finanzen. Und zwar geht es aber um eure Finanzen. Und zwar frage ich heute die Person auf der Street, wie viel Geld hast du auf dem Konto? Auf dem Konto? Ich weiß nicht, also Sparkonto? Ich könnte Sparkonto oder halt so, was ich monatlich ausgeben kann. Das, was du monatlich ausgeben kannst? Oder wie auch immer du möchtest. Wir lassen dir die Wahl. Ich glaube, ich bin gerade richtig broke. Ich muss einmal gucken. Okay. Schau einmal. Oh, Sparkonto. Sparkonto mehr, aber so monatlich ausgeben kann ich noch 2,46 Euro. Okay. Würdest du vielleicht sagen, was du auf dem Sparkonto hast mit 15 Jahren? Ich glaube lieber nicht. Okay. Verständlich. Aber es ist gut. Es ist gut. Auf jeden Fall vierstellig. Sparst du dir das Geld selber so zusammen? Oder ist das so ein Sparkonto, was deine Eltern für dich erstellt haben? Also erstellt haben meine Eltern das, als ich klein war. Aber du zahlst dann auch komplett? Ich zahle monatlich dort ein bisschen was ein. Okay, nice. Wie sieht's bei dir aus? Ja, ich habe 1.000. Du hast 1.000 Euro? Ja. Was macht für Führerschein. Für Führerschein. Ja. Hast du so das Geld zusammengespart und das jetzt... Okay, nice. Was macht ihr was, oder besser gesagt, was ist euer Ziel gerade aktuell beruflich zu machen? Oder macht ihr schon was beruflich? Ja, Erzieher. Erzieher? Also ich mache SPA, ja. Meine Eltern haben mich da reingebracht. Okay. Und das machst du dann immer, das macht man ja ein Jahr lang? Ja, also bei mir jetzt 2 Jahre. Ah, okay. Ja. Aber cool, das ist auch ein schöner Job, ist auch was Schönes. Ja. Und wie sieht es bei dir aus? Also ich gehe noch normal zur Schule, werde mein Abi machen. Aber nebenbei arbeite ich bei meinem Vater, der ist selbstständiger Friseur. Ah, und dann schneide ich da halt manchmal so Haare. Und dann halt so bei Freunden ein bisschen. Ne? Okay, wild, Jungs, danke euch. Das war's schon. Wollt ihr noch irgendwas in die Kamera sagen? Ich grüße meine Mama. Korrekt. Nein, ich nichts. Ich nicht. Ich grüße nicht meine Mutter. So, jetzt haben wir die Boys hier mit den Edgar Cut. Das war bei dir? Genau. Zu euch. Wie heißt ihr? Rabbi. Alan. Alan, wie alt seid ihr? 16. Auch 16. 16, okay. Young Boys auf jeden Fall. Young Ins hier am Start. Machen wir es mal direkt. Ihr habt gerade zugehört, ihr wisst schon, was abgeht. Ja. Wie viel Geld habt ihr auf dem Konto? Mit wem fangen wir an? Mit dir? Also ich habe persönlich kein Konto, mein Oma hat nur ein Sparkonto für meinen Führerschein. Aber sonst kein eigenes Konto, nur so Taschengeld. Ah, okay. Entspannt. Also kriegst du monatlich immer Geld von deinen Eltern? Ja, und so wenn ich rausgehe, so spontan, so mal 10er, dies, das. Ah, okay. Legst du dir das auch zur Seite oder? Also ich habe, meine Eltern geben mir immer Geld, wenn ich rausgehe. Meine Oma hat immer so ein bisschen Geld zur Seite gelegt, wenn ich mal so Klamotten kaufen möchte oder sowas. Ja, süß auf jeden Fall. Wie sieht's bei dir aus? Bei mir, ich habe ein Konto, wenn ich 18 bin, darauf kann ich zugreifen, ist so ein 1000er Bereich, aber genau möchte ich nicht so gerne sagen. Oh, okay. Das ist der Rich Kid von der Gruppe hier. Also du hast ein Konto, jetzt gerade aktuell. Ja. Du darfst aber jetzt nicht drauf zugreifen. Nein, erst mit 18. So, wie ich es jetzt interpretiere, ist, dass deine Eltern dir ein Konto angelegt haben. Genau. Und da scheinbar Geld reinzahlen. Genau. Und das darfst du nicht anfassen. Nein, noch nicht. Erst ab 18. Noch nicht. Und wie alt bist du bisher? 16. 16. Also in 2 Jahren darf er es anfassen. Genau. Und das liegt im, meinst du gerade im oberen, also schon hoch? Schon relativ gut. Schon relativ höher als der Boy? Ja, natürlich. Natürlich, sagt der Digga. Oha, okay. Also der Boy gerade davor hatte schon einen guten, beachtliche Summe auf dem Konto. Also geht's bei dir schon ins Fünfstellige dann? Ja, ich sag nichts dazu. Okay.
Wir wollen dich natürlich auch nicht überhäufen hier mit Fragen, ja, aber gut. Mal jetzt mal so eine Frage an dich. Wenn du 18 bist, ja. Was hast du vor mit dem Geld zu tun? Das Geld investieren. Investieren. In Aktien. In Aktien? Genau. Okay, okay. Und dadurch erhoffst du dir, dass du es vermehrst? Natürlich, ja. Gibt es dann noch irgendwas, wo... Natürlich Leben genießen. Leben genießen. Aber nicht aber Geld unnötig zu viel ausgeben. Okay, okay. Manchmal gehe ich selber nicht so gut mit Geld um, mhm. weil muss man eigentlich schätzen, was man hat, so, was Papi und so gibt. Und ja. Okay. Digga, korrekt, sympathische Jungs. Wollt ihr noch was in die Kamera sagen, jemanden grüßen? Ich grüße meine Mama. Ich grüße 5-8er. 5-8er, okay, okay. Was geht ab, Bro? Wie heißt du? Karim. Karim. Wir hatten Karim beim letzten Wie viel ist dein Auswert-Video. Vielleicht kennt ihn da der ein oder andere. Das wird euch auf jeden Fall raten, euch das Wie viel ist dein Auswert mit Karim als erstes anzuschauen, bevor euch das Video hier anschaut. Sehr, sehr wichtig. Ja. Dann könnt ihr hier und da nochmal ein paar Sachen besser interpretieren und verstehen. Karim, wir hatten dich beim Wie viel ist dein Auswert. Dein Outfit hat mehr als 35.000, 40.000 Euro gekostet. Ich bin mir gerade unsicher. Ja, Karim, da mal die Frage. Wie verdient... Also das ist ja sehr viel Geld. Ja, das ist viel Geld auf jeden Fall. Wie viel Geld hast du da auf dem Konto? Ich frage dich da mal einfach ganz frech. Ja, also momentan gar nichts. Ich mache einen Kontoumzug. Also ich habe jetzt auf dem Konto 173 Euro. Okay. Genau, aber halt, weil ich einen Kontoumzug mache, das ist halt quasi jetzt für die Lastschriften, die noch eingezogen werden. Also ich mache jetzt einen Kontoumzug. Ich habe ein neues Konto bei der Volksbank. Mhm. Das heißt, mein Konto jetzt, wo ich jetzt bin bei der Sparkasse, habe ich gekündigt. Und ich habe auch sowas wie Telefonverträge, Rechnung halt, die gezahlt werden müssen. Und deswegen habe ich halt nur noch diese 200, 300 Euro auf dem Konto draufgelassen. Aber wo ist das ganze andere Geld, wenn ich mal davon fragen darf? Ein Teil davon, das habe ich hier in meiner Tasche. Okay, jetzt kommt's. Das ist mein Bargeld. What the hell? Das ist quasi mein Bares jetzt, was ich jetzt hier mit habe. Ungefähr genau. Hauptsache er da hinten denkt sich so, Bro, what the fuck, Mann. Und ich denke mir auch gerade, Bro, what the fuck, Mann. Und ansonsten, genau. Kommen wir dazu, wie ich das Geld mache. Also ich beschäftige mich mit Daytrading. Okay, okay. Daytrading. Genau, Trading halt allgemein. Währungen, tauschen, Geld verdienen. Ja, und ansonsten habe ich auch noch, das war ungefähr vor 2 Monaten, ein Pepecoin, habe ich mir was gekauft. Das war quasi auch so mein Sprungbrett aufs höhere Geld. Okay, ich weiß nicht, ob du den Meme-Coin mitbekommen hast. Yeah. Das war so ein Meme-Coin. Ich hatte da irgendwie 600, 700 Euro drin. Mhm. Und hab dann halt gemerkt, dass es hochgegangen ist, hab dann nochmal wieder was gekauft. War mit quasi einer der Glücklichen. Ja, und das ist quasi... Okay, okay, crazy, crazy. Mir stellt sich gerade die Frage, warum du mit so viel Bargeld rumläufst, weil ich habe auch gerade tatsächlich ein paar Déjà-vus. Boah, was? 50.000, Bruder. 50.000? Ja. Pass auf, das ist der... Ja. Das letzte Mal, wo jemand Bargeld aus seiner Tasche rausgeholt hat. Da können sich, glaube ich, viele dran erinnern, welches Video das war. Deswegen, ich habe gerade ein bisschen so Déjà-vus, so nach langer Zeit jemand also. So einen Batzen Bargeld raus. Und nein, Leute, ich habe ihnen das Bargeld nicht gegeben. Sehr wichtig zu erwähnen. Aber ich leider nicht mitbekommen, was du da meinst. Nee, also das kommt da auf jeden Fall zustande, weil ich habe das Konto quasi bei der Bank eröffnet. Aber ich habe jetzt momentan leider noch nicht Zeit gefunden, selber nach dem Kontoeröffnungstermin hinzugehen und einzuzahlen. Okay, und ich warte halt noch. Also ist das jetzt sozusagen das Ganze, was du... Genau, besetzt? Was ich normalerweise auf dem Konto habe. Genau. Okay, okay. Dann musst du auf jeden Fall aufpassen, wo du hier... Ich hatte natürlich jetzt mit dem Coin noch mehr Geld gehabt, aber das ist halt auch für einiges draufgegangen, sage ich mal. Okay. Ich habe so meine Wohnung komplett neu renoviert. Verstehe. Die Pieces reingeholt. Dann war ich noch ein paar Mal in der Türkei unterwegs, habe da Verwandte besucht. Krass, krass, krass. Ja, auf jeden Fall interessant. Und wie viel Geld waren es eigentlich jetzt? Wie viel hattest du jetzt? Ungefähr 8.500, glaube ich. 8.500, okay. Und du bist 20? Genau. Dein Bruder trägt, by the way, hier noch eine 30k skelettierte, Katja Santos. Genau, gut. Auf jeden Fall, Leute, nicht mit so viel Bargeld rumrennen. Also du hast auf jeden Fall deine, also du könntest jetzt, wenn du möchtest, auch ganz schnell wieder an viel Geld kommen. Wenn du jetzt, sag ich mal, hier die Uhr verkaufen würdest, würdest du jetzt wahrscheinlich nicht machen. Eben, aber genau. Du hast, also ich schätze mal bei dir... Ich hatte sicherlich bestimmt einen Wertverlust, denke ich mal, von ein paar tausend Euro. Aber immerhin habe ich dann auch immer das Geld dann trotzdem wieder mehr drin, als ich auch vorher habe, denke ich mal. Also. Ja, also ich meine, ich sag mal so, die Uhr ist halt ein Gegenstand, was man auch trägt. Und natürlich verliert die auch am Wert. So. Eben. Ich würde es jetzt nicht als Investition sehen, also wenn man es als Investition sieht. Tatsächlich nicht. Das ist so eine Uhr, die trägst du, einfach weil du Bock drauf hast. Genau. Und also ich denke aber, auch der Wiederverkaufswert der Uhr ist trotzdem sehr hoch. Und
auch sehr gefragt noch immer, weil momentan viele Leute die noch immer haben wollen. Also ich denke, dass da... Ich weiß gar nicht, bei wie viel werden die Uhren gehandelt? 25, 30? So ungefähr 25, 30. Ja, so. Ja, cool. Was würdest du denn jetzt hier anderen jüngeren Leuten als Tipp mitgeben? So? Ja, versucht auf jeden Fall nichts unversucht zu lassen, sondern versucht es einfach. Und wenn ihr euer Business machen wollt und ihr müsst da vielleicht zum Beispiel Geld für investieren, dann macht es einfach, weil mehr als auf die Fresse fliegen könnt ihr nicht. Das habe ich auch schon gehabt, wo ich angefangen habe, das Traden zu lernen. Mhm. Ich habe 1.000, 2.000 Euro in den Sand gesetzt am Anfang, bis es dann halt funktioniert hat. Es ist halt das Learning, was man die ganze Zeit haben muss. Man muss lernen und irgendwann dann kommt es dann einfach. Oder es kommt halt nicht so. Vielleicht haut Karim ja auch irgendwann mal so ein paar Trading-Kurse raus für euch. So. Könnt ihr euch ja gerne anmelden. Aber danke dir, Karim, dass du mitgemacht hast, Bro. Crazy, dass er sein Geld hier rausgeholt hat. Pass bitte auf und lass es da drin. Außer fürs Thumbnail gleich. Aber lass es trotzdem bitte da drin. Danke dir, Bro. Willst du noch was in die Kamera sagen? Nein, das wäre es eigentlich. Top, Mann. Das war's mit dem Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben coole Personen am Start gehabt. Unterschiedliche Personen auch vor allem. Ich fand's interessant, mal zu wissen, was so andere Leute auf dem Konto haben. Schreibt gerne eure Meinung zu den einzelnen Personen in die Kommentare, Leute. Bleibt bitte nett. Und ja, wenn ihr mehr von solchen Videos haben wollt, dann lasst es mich wissen, indem ihr dem Video ein Like da lässt und eventuell ein kostenloses Abo, damit ihr auch keine Videos mehr verpasst. Wir sehen uns beim nächsten Video, Leute. Bis zum nächsten Mal. Peace.